Dann schaue ich die anderen beiden an und deute wieder weiter. Durch die Tür. Die Tür ist verschlossen. Es klopft einmal und Die Hooks ist zu. Warte, warte, warte. Dann würde ich jetzt mal hier hingehen und da die versuchen, die Tür aufzumachen. Die Tür ist geschlossen, aber nicht verschlossen. Dann würde ich nochmal erst horchen, bevor ich da jetzt die Tür aufreiße. Sinnschärfe hören. 10 Punkte. Uff. Langt mir hier gerade alles ab. Ja, das wäre nicht geschafft. Ja, keine Geräusche. Sehe ich irgendein Licht? Nein. Na dann. Tür auf, würde ich sagen. Tür auf. Staubige Luft kommt hier entgegen. Sie ist auch ein bisschen warm und es riecht nach alten Büchern. Viele Regale, die hier aufgebahrt sind, in denen noch mehr Bücher stehen. Eine große Bibliothek. Und jetzt kannst du die Stimme aber auch hören, irgendwas undeutlich durch die nächste Tür. Verstehen kannst du sie nicht. Auf der nördlichen Seite von dieser Karte jetzt aus, beziehungsweise nordwestlich, wenn wir sie einmal geeicht hätten, dann kannst du dort einen Kamin sehen. Und zwar einen Kamin, der wohl in beide Räume führt. Kann man einmal nach links und einmal nach rechts heizen. Brennt aber nicht. Tippen. Okay. Tipp derweil mal den Fuchs auf die Schulter und zeige auf die Tür, also die verschlossene Tür, und mache eine Geste, als würde man einen Schlüssel drehen. Was ist der Modifikator? Gibt's einen? Für diese Tür nur eine 3. Okay, ich habe ja, ich Dietrich bin. sind 3 Punkte plus minus 0. Genau. Ist also ein sehr grobes Schloss und ja, es klickt einmal, hat irgendwie 2-3 Sekunden gedauert, hast ein bisschen rumgestochert und perfekt. Ja, der Fuchs grinste Duke Death ihn breit an. Siehste, ganz einfach, ich komme überall rein. Er legt sich einen breiten Wurstfinger vor die Lippen. Dann den Fuchs zur Seite und bewegt sich durch die Tür. Oder streckt zumindest den Kopf hindurch. Ja, streckst den Kopf hindurch, hast gerade eben schon überlegt, reinzugehen in den Flur. Da kannst du wieder sehen und hören, dass eine der Türen aufgemacht wird und eine Frau wieder hinauskommt. Dreht ihr dann aber auch den Rücken zu und geht wieder in Richtung Nordwesten. Wieder in eine Tür hinein, hat wohl gerade ein paar Tabletts in der Hand mit verschiedenen Tellern. Okay. Was tut der Chef derweil? Weil ich werde mich eigentlich nicht weiter bewegen, wenn der Chef nichts sagt. Chef würde ganz kurz hier sich die Bibliothek überfliegen. Würde mal, falls das möglich ist, so ein paar wertvolle Bücher spotten. Also nur beim Überfliegen, nicht jetzt irgendwie da sich alle Bücher genau ansehen. Wenn er irgendwas findet oder auch nicht findet, würde sich das halt quasi gedanklich markieren. Und dann würde er die Tür erstmal wieder schließen. Ja, so ein paar alte Bücher wären dabei. Es ist auch natürlich viel Mist dabei, was irgendwie sehr, sehr unwertvoll ist. Aber wenn du möchtest, könntest du hier Bücher, die sind natürlich etwas schwerer, aber so um die 50 Dukaten wären das hier schon. Das ist natürlich eine gute Ausbeute, aber du willst ja ganz woanders. Also wenn du möchtest, könntest du hier die ersten Bücher einstreichen. Ah, okay, ja. Nee, also ich würde jetzt erstmal mir so halt so die Bücher, die für mich wertvoll aussehen, markieren, geistlich. Dann die anderen angucken und meinen, weiter geht's. Beziehungsweise das auf Attack sagen. Okay. Dann öffne ich die Tür ganz und trete in den Flur. Stelle mich hier an die Ecke, mit der Schulter an den Pfosten gelehnt, die Armbrust in den langen Gang gespannt. Damit die beiden hinter mir dann lang gehen können. Sich verstecken Probe für Thorwald und Siegwald nicht erschwert. Ragnar steht gerade mitten im Flur. Dementsprechend erschwert um 5 Punkte. Die Tür ganz im Nordwesten öffnet sich und ein Mann tritt daraus hervor. Was sagen Sie, Leute im Garten? Das sehe ich mir an.
Ich würde gerne die 20 mit meinem Glück nachwürfeln. Dann tut das. Alrix duckt sich derweil dann hinter den Pfosten. Versteckt die Wachen. Mal einen halben Schritt zurück und lehnt sich da mit dem Rücken dann dran. Einen weiteren Mann im Haus stellt ihn im Herrenzimmer ab und der andere geht nach oben. Ich sehe mir das Ganze an. So, du hast die 20 nachgewürfelt und hechtest in diese Ecke hier, kannst das so ein bisschen abfangen und schlägst so ein bisschen hart auf den Boden auf, bekommst ein SP und du bekommst einen Erschöpfungspunkt. Aber die Wachen sehen und hören dich nicht und kannst dann auch hören, wie sie wohl über die Treppe in Richtung oben ins zweite Stock gehen. Ja. Nochmal um die Ecke. Und wedel dann mit der gespannten Armbrust den Fuchs noch hinter uns her, sobald die Luft rein ist. Ich bin da. Gut. Chef, also dann auf Attack, aber wie gesagt, Wurstfinger. Chef, wohin jetzt? Ich würde dann auch auf Attack meinen, so wie es aussieht, sind die wertvollen Sachen oben. Oben ist gerade eine neue Wache hingeschickt worden. Wir versuchen, von außen hochzukommen. Aber dafür müssen wir wieder raus. Richtig. Sollten wir aber hinkriegen. Zucker! Was? Also ich würde dann mal wieder auf meine Karte gucken, feststellen, dass hier drin irgendjemand schläft, das Risiko nicht auf mich nehmen. Und dann meinen, wir müssen dahin. Schnell. Wird gleich wieder eine Bedienstete vorbeikommen. Gut, wer möchte die Tür öffnen? Wer soll der Erste sein? Ich. Okay. Dann machst du die Tür auf, testest noch einmal kurz. Nee, ist natürlich nicht verschlossen. Aber als du die Tür aufmachst, kommt dir ein Besen entgegengepurzelt. Hauswirtschaftsprobe. Ist die Abstellkammer. Und die ist großzügig vollgestellt. Natürlich ist es hier auch irgendwie aufgeräumt, aber wahrscheinlich hatte die junge Magd da keine Lust, hat den Besen einfach nur reingepfeffert, weil Störrebrand guckt ja eh selber nicht nach und da kommt der Besen. Kann Hauswirtschaft ist ein Handwerkstalent, ja? Ja. Das habe ich nicht. Kann ich auf Ackerbau ableiten? Okay, dumme Frage. Kann man das auf irgendwas ableiten? Hauswirtschaft? Kann ich auf Fingerfertigkeit würfeln? Fingerfertigkeit. Okay. Oh. Ja, der Besen fällt an dir vorbei und wenn Ragnar möchte, könnte er nochmal nachgreifen, aber das ist natürlich dann auch wieder erschwert, weil du siehst ihn viel zu spät. Auch eine Fingerfertigkeitsprobe, ich erschwere sie dir um 5 Punkte. Oh. Dann knackt es einmal laut und der Besen knallt auf die. Er hat's geschafft. Nee, ein 5er erschweren ist halt nicht. War nicht eingetragen, ja, sorry. Ja, hier steht in der Abstellkammer. Scheiße. Ja, schnell den Besen greifen und die Tür zumachen. Ich blick den Besen noch entsetzt an, hab den Dolch in der Hand, wollte gerade auf ihn einstechen. Verdammt, wir haben die Tür offen gelassen. Nee, die habt ihr. Also, die ja, andere Tür habt ihr wohl zugemacht, weil ich wollte das einfach nur markieren, wo ihr schon wart. Aber die Tür war halt. Also, zugemacht, aber nicht abgeschlossen. Ja. Sie ist geschlossen, aber nicht verschlossen. Also ja, aber, wenn da irgendjemand nachgucken sollte, dann ist das natürlich sehr auffällig. Ja, stimmt, die gehen wahrscheinlich davon aus, dass die immer noch abgeschlossen ist. Okay, zunächst mal, ich sehe ja gerade, wie die Tür aufgeht. Ich schiebe Ragnar in die andere Ecke, wenn er das mit sich machen lässt. Ja, klar. Und zieh dann den Fuchs, wenn er wie ein Amateur mitten im Raum steht, auch nochmal zu mir an die Seite. Okay. Ja. Dann wird abgewartet. Ja, er verharrt, bewegungslos. Hat wohl keiner gehört. Keine Schritte. Aber ihr traut euch erst einmal gar nicht so sehr, euch zu bewegen. Eine Minute, 2 Minuten und dann traut ihr euch wieder Luft zu holen. Ja, draußen im Fenster könnt ihr mal so ein bisschen schauen. Ihr seht zumindest keine Patrouillen mehr, die jetzt in diesen 2 Minuten vorbeilaufen. Das heißt, in der nächsten Minute kommt eine Patrouille. Abwarten. Eine weitere Minute, die erwartet. 3 Minuten sind vergangen, keine Wache.
Sollte man sich halt selber nochmal, weil man die Sekunden bestimmt falsch gezählt hat, noch eine Minute warten. Rechnet pro. Wissen. Sieht gut aus. Ja, ihr seid euch sicher, ihr zählt noch einmal auch auf Attack dann mit eurem Herzschlag. Der ist natürlich ein bisschen schneller, aber zählt. 6 Minuten vergangen, immer noch keine Wache. Okay. Einmal wurden die woanders hingestellt. Die durchsuchen vielleicht die Umgebung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier hoch. Hat einer von euch ein Seil dabei? Jetzt. Natürlich. Gut. Ich öffne dann das Fenster. Von und innen, ich würde, also irgendwie muss ja auch mal. Ja, aber man muss ja auch das Seil erstmal hochkriegen. Daher. Irgendjemand hochklettern, richtig. Mit dem Hochkriegen habe ich. Kann ich da an der Hausfassade klettern? Das geht, das ist aber erschwert. Wenn ich irgendwie von unten nicht zum Aufklettern geeignet. Ich möchte mich unten hinstellen, damit ich ihn im Notfall auffangen kann. Ich würde ihm eine Räuberleiter geben. Also ihr möchtet jetzt aus diesem Fenster herausklettern? Ja. Dann brauche ich bitte eine sich verstecken Probe. Nee, sagen wir eine Erschleichen Probe. Denn während ihr dann hier rausklettert, könnt ihr wohl sehen, wie direkt an der Ecke zwei Wachen stehen. Ein Hund streunt wohl gerade umher und schnüffelt an dem Nachtschattengewächs, da wo Ragnar und Dukatjev nicht reingesprungen sind, schnüffeln da wohl gerade und ihr könnt dann auch die Stimmen hören, wie da wohl der Hauptmann gerade am Fenster steht. Ah, okay, also irgendjemand hat das Fenster zerschlagen, ja? Bin mir nicht ganz sicher, was sieht so aus. Ja, ihr könnt es irgendwie quietschen hören, Fenster wird aufgeschoben, zugeschoben. Das heißt, sie sind schon im Haus, ja? Gut, dann lass die Hunde hier. Ich will die anderen zwei Hunde auch noch haben. Holt sie aus der Scheune raus. Dann wieder Schritte, die sich entfernen. Ja, dann würde ich jetzt nur Beeilung bedeuten. Schnell, 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 wir haben keine Zeit mehr. Ja, und dann würde ich ihm die Räuberleiter geben. Fuchs, du kannst das schon. Los. Gut. Kletternprobe für den Fuchs erleichtert um 1 und erschwert wieder um 5, weil ohne Seil zurzeit und die Häuserwand ist nicht zum Klettern geeignet. Klar, ich habe eine Terrainspezialisierung, Freiklettern. Das ist nur noch eine Erschwernis von 2. Bitter. Dann schlägst du nach halber Strecke wieder auf das auf den Rasen auf, beziehungsweise auf Aldrich Say. Wie möchtest du jetzt verhindern, dass er Schaden bekommt? Ich sag einfach mal, ihr teilt euch den Schaden. Das ist eine Höhe von, sagen wir einfach mal, 1W4 plus 2. Idealerweise würde ich ihn halt irgendwie fangen, aber... Mach mal 1W4. Alex oder ich? Ich meine, das ist mir völlig egal. Dann sind das nur 3 Meter, dann sind das 3W6 minus 3. Dann sind das 3W6 minus 3, habe ich gesagt. Sind 6 Schaden, das heißt, jeder bekommt 3 SP. Ja, komm. Liegt ihr beide auf dem Kies und könnt es nochmal versuchen. Ja, Alex muss noch ein Uff unter den Rücken, als er den. Zum Glück nicht sehr schweren Fuchs dann auffängt. Was war das? Die ist glatt, die Hauswand, aber jetzt weiß ich, wo ich greifen muss. Ragnar, auf der Innenseite aus dem Flur kannst du jetzt hören, wie schwere Schritte sich nähern und eine Tür geöffnet wird. Ich würde gerne. Das Fenster, kann man das von außen auch wieder verschließen? Das kannst du wieder verschließen, aber da ist auch wieder die Frage, ist natürlich schwer. Von außen so ein Fenster zu schließen, ist natürlich genauso schwer, wie es von außen aufzumachen. Ja. Mechanik. Was willst du denn? 5 Punkte. Aber ich habe Mechanik nicht. Nee, habe ich nicht.
Dann, ja, kannst du es so nicht zuschieben, wie es eigentlich gerne möglich sein Egal, sollte. vielleicht denken die jetzt, wir sind abgehauen, wenn wir jetzt nach oben klettern. Go, 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 go. Ah, ich gebe dann auch dem Fuchs nochmal eine Räuberleiter. Ja, dann noch einmal klettern. Wieder die gleiche Erschwernis. Das sieht besser aus. Dann ist der Fuchs oben. Er kann das Seil anbringen und die anderen nachziehen. Dann steht ihr. Ja, Kletternprobe verzichte ich jetzt einfach mal drauf. Mit dem Seil sollte das möglich sein. Ja, vor diesen beiden Fenstern steht ihr dann. Nee, warte, gar nicht. Ihr steht hier. Da seid ihr. Oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, das ist Ja, das. das ist Hier, richtig. hier, hier. Nee, Warte, nee, geht's hier. hier? Ist richtig. Das ist vierte. Hier. Vierte ist hier, genau. Richtig. Gut. Dort würde ich dann meine Teerfolie jetzt auspacken und an das Fenster anbringen und das dann vor, wenn das angebracht ist, einschlagen. Nee, das Einschlagen. Leintuch mit dem Teer und den Schiff. Genau, es wird ja nicht splittern, also oder die Glasscheiben Scherben werden am Teer hängen bleiben und ich halte dieses Leinentuch fest. Aber es ist natürlich laut, oder? Nee, es gibt, also man kann es ja auch leicht eindrücken, sodass sich dann das Glas bricht, aber das Klirren gibt es nicht, weil das Glas ja Also nicht auseinanderfällt. so ein leises Knacken kann man wahrscheinlich nicht verhindern, aber. Fingerfertigkeitsprobe, Schwert um 2 Punkte. Fingerfertigkeit, kann man das nicht über eine Probe machen? Ah, Fingerfertigkeit, komm, ich mach das. Gib mir ne, nee, das ma, nee, 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 das ist das wächst so vom Fuchs. Okay. Fingerfertigkeit. Feinmechanik vielleicht? Feinmechanik. Ich meine, es ist nicht in etwa dasselbe, aber es braucht einen Ja, ähnlichen doch, Rechenbegriff. also das ist keine Mechanik. Ich würde eine Feinmechanik würde ich dir erlauben. Ja. Ich erschwere sie dir um Dann 5 musst du mal. Punkte. Lass mich mal gucken, ob ich das habe. Ja, hast du. Also Warum hast zumindest du mit als dem alten. Schlösserknacker keine Feinmechanik? Mit dem alten solltest du das haben. Genau. Mit dem Alten habe ich das, mit dem. Das ist ein Wissenstalent. Handwerk. Ein Handwerk. Nee, mit dem Neuner habe ich das nicht. Wow. Dann Fingerfertigkeit. Go, go. Also um zwei meinst du, ne? Kann ich ihn leise anfeuern, damit er eine Einser-Erleichterung kriegt? Nein. Komm, zügig. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, klappt doch. Gut. Dann kannst du die Schnitte in deiner Hand vermeiden. Denn das wäre dann das, was passiert wäre. Hast du schon öfter mal gemacht, dass das dann leise funktioniert, aber du schneidest dich dann eben an den Scherben. Ja, Fenster wird kaputt gemacht, aufgedrückt und Riegel von, wenn ihr dann so eingreift, wird der Riegel dann entleert und ihr steht dann im Inneren. Das ist ein wohl tulamidischer Salon, möchte man meinen. Hier gibt es ja, verschiedenste Kunstgegenstände, unter anderem Flaschenschiffe, Sitz- und Sandsäcke, einige ausgestellte Kräuter, höchstwahrscheinlich Drogen oder so etwas. Seid euch nicht ganz sicher, ob das dann legal ist, wenn man sie in Vitrinen aufbewahrt, aber hier hängen auch überall Bilder. Und du kannst sogar sehen, wie hier ein kleines Atelier ist. Also hier wird sogar noch gemalt. Das Bild, was jetzt gerade gemalt wird, ist auch verhangen und Pinsel und Farbe steht auch alles daneben. Aber das ist wohl diese Kunstsammlung, von der die Dame sprach, als sie sagte, 60% werden erlassen. Der Fuchs Also wird hier ganz hängen schnell, überall wenn wir drin sind, Bilder an den das Wänden, Seil ja. reinziehen. Überall. Ja, Seil wird nachgezogen und dann steht ihr in einer sehr zugigen Bildergalerie jetzt. Tulamischen Salon. Dann würde ich den anderen zuflüstern, checkt, ob hinter den Bildern ein Tresor ist. Dann würde ich da mal rumlaufen und da alle Bilder. Warte, müssen Bilder hier bleiben oder nehmen wir mit? Er nimmt mindestens zwei mit, aber ich möchte erstmal gucken, wo der Tresor ist. Dann fange ich nicht an, direkt Bilder aus ihrem Rahmen zu schneidern, sondern ja. Sicher die Tür. Ist da eine Tür? Den Gang halt. Da gibt's gar keine Tür, scheiße. Ja, es ist jetzt gerade alles sehr zugig.
Auch dadurch, dass es hier keine Galerie oder keine Tür gibt, sondern nur einen kleinen Balkon, eine Brüstung, könnt ihr dann auch die Stimmen von unter euch hören, wie sie da wohl gerade irgendwas bereden. Ja, Ragnar macht sich auf die Suche nach einem Tresor hinter den Bildern. Das heißt, für die Bilder selber hast du gar keine richtige, gar keinen richtigen Blick. Ja, ich würde mir die doch ansehen, also wenn die wertvoll aussehen, dann Ja. würde ich mir die Ja, malen Zeichen 7 geben. Malenzeichen 7, ja, du schaust so ein bisschen drüber, es ist natürlich alles ein bisschen dunkel, und das erste Bild wirkt auf dich ein bisschen verstörend. Möchtest du meinen, du kannst hier wohl einen Mann erkennen, der auf einer Bahre liegt und eine Ratte, die auf ihm sitzt. Was soll das denn? Auf den zweiten Blick kannst du wohl feststellen, dass es sich dabei nicht nur um einen Mann auf einer Bahre liegt handelt, sondern es ist sogar eine Ferdi, der auf einer Koje in einem Schiff liegt. Dann siehst du Also. ein zweites Motiv. Ein Mensch, ein Magier mit Kristallstab neben sich, der in seinem Arbeitsraum liegt. Kannst sehen, wie wohl Blut aus seiner Nase austritt und vor ihm auf dem Schreibtisch liegen ein paar zerstoßene Kristallstaub, weißes Pulver. Das nächste Bild, das ist wohl schon etwas heroischer. Möchtest du meinen, ein paar Helden ungefähr, bist dir nicht ganz sicher, zähl's kurz durch. Drei, vier, die etwas herausragen und noch ungefähr 20 Wächter, die drumherum stehen, irgendwelche Soldaten, vor einem erschlagenen Höhlendrachen, der gerade ausblutet. Das ist also auf alle Fälle ein Motiv, was, ja, etwas Rondra-gefälliger ist. Dann ein nächstes Motiv, ein Effard-Geweihter, wieder einmal, der gerade in einem Brunnen ertrinkt. Okay. Da musst du schon sagen, das erinnert dich doch sehr an eine Szene, die ein Déjà-vu bei dir hervorruft. Ein nächstes Bild. Du kannst das alles nicht ganz erkennen. Es handelt sich dabei wohl um einen Dschungel, einen Urwald. Ein buntes Tuch, was von einem Baum herunterhängt. Nein, ein Kleid, was von einem Baum herunterhängt. Ziemlich bunt. Damit kannst du wenig anfangen. Das Kleid hat sich wohl ein bisschen blutig verfärbt, aber ja, nichts, was. Also ist es ganz kunstvoll gearbeitet, aber nichts, was du mit deinem Wert auch hinkriegen könntest. Okay. Dann ein weiteres Bild, wohl aus der Vogelperspektive aufgenommen. Ein Duell an Bord eines Schiffes. Zwei Menschen, die sich wohl auf dem Oberdeck in einem Fechtduell besiegen. Ja. Und du erkennst, es ist schlecht gezeichnet, aber du erkennst trotzdem den Helm und das Wappen von Jarlan, beziehungsweise das schwarztopische Wappen von Jarlan, was er damals trug. Du kriegst den Mund gar nicht mehr zu. Das nächste Bild. Eine schwarze, ein Berg? Ein fliegender Berg, schwarz, mit einigen Wurzeln, die da rausragen, über. Ist das Gareth? Ein riesiger schwarzer Berg, der wohl über Gareth fliegt. Auch wieder einmal gar nicht so gut gezeichnet, aber. Das sind die Bilder, die da wohl gerade, aufgehängt sind. Also Und Ragnar schaut sich das auf jeden Fall sehr fasziniert an. ja, stehst du dann, weitere Bilder gibt es hier wohl nicht. Es gibt wohl aber noch das gerade verhüllte Bild, was noch gerade gemalt wird. Mit Okay. den immer noch nassen Farben, die daneben stehen. Also irgendjemand malt hier wohl gerade. Jetzt ist die Frage. Ich nehme an, die Bilder, die ich jetzt gescheckt habe, dahinter ist kein Tresor. Genau, du hast immer nachgeguckt, auch wenn das sehr verstörend war vom Motiv selber, aber kein Tresor, der dahinter ist. Würde ich jetzt mal irgendwie so ein kleines Messerchen rausnehmen, da die Bilder rausschneiden.
dir sicher, dass es gut ist, jetzt schon die Bilder rauszuschneiden? Naja, wenn wir nachher fliegen, habe ich lieber ein paar Bilder als gar nichts dabei. Ja, ungefähr 5 Minuten später, Jalan kann, nicht Jalan, Torwald kann auf alle Fälle auf der Außenseite, Innenseite vom Saal weiter dem Gespräch lauschen. Was tut Siegwald derweil? Der Fuchs wird sich im Raum umschauen, ob es hier Möglichkeiten gibt, sich zu verstecken. Ich weiß nicht, diese Staffeleien, sind die so aufgebaut, dass man dahinter jeweils stehen könnte? Also weil jetzt hängen die Bilder ja gerade mitten im Raum, oder? Genau, teilweise. Also einige hängen an den Wänden, aber auch dadurch, dass hier viele Fenster sind, müsste man die dann nicht vor die Fenster hängen, sondern in der Mitte dann aufgebahrt. Zudem dann einige weitere Vitrinen, die, wie gesagt, mit einigen Kräutern und Ausstellungsstücke, Kunstgegenstände. Also du könntest dich jetzt hier hinter so eine kleine Vitrine ducken. Da wäre auf alle Fälle Platz, um sich zu verstecken. Okay. Dann möchte ich mir noch das verhüllte Bild ansehen. Also da einmal den Mantel zur Seite ziehen und runterschauen, was man da erblicken kann. Ja, wenn du denn das Tuch beiseite ziehst, kannst du wohl erkennen, dass das Bild etwas anders ist. Zumindest ist es nicht auf normales Pergament gezeichnet, sondern das ist wohl eine Art Leder. Haut, möchtest du meinen? Irgendeine Art Leder kannst du nicht genau zuordnen. Von irgendeinem Tier wird das wohl sein. Die Farben selbst noch leicht feucht, auch darunter. Und sie wirken wässrig. Sie wirken, als ob sie eine Oberfläche hätten, durch die du hindurchschauen könntest, durch die du vielleicht sogar hindurchgreifen könntest. Was du erkennen kannst, ist ein Gemälde. Das wird wohl eine Insel sein, ein Schlot, vielleicht so etwas wie ein Vulkan. Aber du kannst keine Lava sehen, sondern nur nachtblaue Tiefe. Und am äußeren Rand, am Horizont dieser Insel, kannst du sehen, wie sich ein großes Schiff nähert. Ein Schiff, das einen Sturm mit sich bringt. Du hast kurz das Gefühl, dass sich dieser Sturm sogar bewegt. Aber das muss wohl nur eine Täuschung sein. Das Licht ist schlecht. Gut. Es ist wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Du kannst sehen, wie der Maler hier wohl auf den Rand dieses Schlotes ein paar Figuren setzen wollte. Man hat wohl sowas wie eine Planke, kannst du hier sehen. Da auf dieser Planke steht wohl jemand drauf. Vielleicht eine Art Priester. Und ein paar andere Menschen, die jetzt nach und nach dazu gezeichnet werden, aber hier ist er noch nicht ganz fertig, hat nur die Umrisse angesetzt. Chefe. Ja? Wenn hier der gute Herr Störebrand selber zeichnet, sind die Bilder dann überhaupt etwas wert? Ich weiß es nicht. Naja, Bild ist Bild, nicht wahr? Wie bitte? Bild ist Bild, sag ich. Ja, richtig. Gut. Da müsste mein Vermögen wert sein. Wo ist denn nun der Tresor? Ich bin hier für die großen Reichtümer, nicht für die Bilder hier. Frage, die ich mir auch stelle. Die müssen wir finden. Hätte jetzt erwartet, dass er hier oben irgendwo ist. Der Oberwachmann hier eine weitere Wache nach oben geschickt hat. Ich schau noch mal ganz kurz hier. Hat er so etwas wie ein zweites Arbeitszimmer? Schau noch mal kurz auf die Karte. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Licht. Da würde ich meinen, wenn wir uns an der Balustrade Richtung Osten langhangeln können, wird das Schlafgemach des Herrn Störrebrand, nehme ich an.